Hallo und herzlich willkommen zurück bei Alien Isolation. Wir wollten gerade den Transit nehmen zum Schmiedturm. Skimmit. Hallo? Schnell. Sie werden sich noch wehtun. Deine Mutter wird sich wehtun. Scheiße. Ach, Mann, so viel Munition. Ja, das fängt ja gut an. Schön viel Munition verbraten. Ja, gut. Ein Schuss für die Pumpgun haben wir noch. Elektroschocker. Was kann der eigentlich? Schockt mich ja jetzt nicht so, ne? Entschuldigung. Transit sollte hier sein. Nicht richtig? Ne, hier lang? Ah ja. Hier geht er lang. So, danke für euren Loot. War hier noch was? Ah, Elektroschockladung. Und hier sollte so ein Typ noch sein. Jetzt. Ah ja, da links und dann gleich rechts. Okay. Na, das kriegen wir doch hin. Das wäre ja gelacht. Wo schlägt er denn gegen? Ich will nicht immer so viel Pumpgun-Munition verbrauchen. Ich gehe jetzt hier einfach in den Transit. Nein, muss ich den noch rufen? Na, ich muss den noch rufen. Scheißendreck. Aber der hat mich aus den Augen verloren. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hier Geld abheben. Auch ganz Ding Bargeld. Ich muss die Androiden hier dingsen. Bumsen. Also nicht bumsen. Schmieren. Schmieröl. So, mach auf da. Geht's hier lang? Nee. Ja, nu. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Dieser Waggon für den Sevastopol Wissenschafts- und Medizinturm. Cool, da will ich hin. Gefahreneindämmung. Wissenschafts- und Medizinturm, deswegen, ne? Skimet. Ne? Skimet. Wegen Ski, wegen Science und Med wegen Medizin. Medical Tower. Medition ist bestimmt das richtige Wort. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixen Synthetics. Ah ja. Hören Sie mich? Ja. Ja. Ich registriere Aktivität an den Terminals im oberen Bereich von Sixen Synthetics. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen? Das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen? Das ist doch alles absoluter Unsinn! Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Thor's Ruin. Cool. Speichern. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ne? Seit der letzten Folge. So, dankeschön. Und jetzt geht es nach, ich weiß gar nicht wohin. Nach dort. Okay. Dort ist ein Ausrufezeichen. Das bedeutet, es ist von Interesse. Boah, wenn das von Interesse ist, würde ich mal sagen, gehen wir da mal hin, ne? Link. Hallo? Niemand da? Finde ich gut. Der fragt da fair aus. Alle, was? Alle an Bord. Guten Abend, ich hätte gern ein Ticket zum... Ach, komm. Sehr ruhig. Da. Den Aufzug soll ich nehmen? Mach ich. Mach ich doch sofort. Gerät uns reicht. Schön. Vorsicht, rutschig. Feinig. So, ein weiterer Ladescreen. Hatten wir ja noch nicht. Das Zusammenbasteln von, Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Das ist ein sehr guter Rat, auch fürs Leben. Versteckt euch nicht vor dem Problem. Davon gehen sie nicht weg. Was? Was zum... Was ist das? Ripley, da ist eine Sicherheitswarnung in den Laboren nebenan angegangen. Aufzüge sind außer Betrieb. Scheint, als hätten die Seeksen-Syntheten was gegen ein herumschnüffelndes Modell von Weyland-Yutani. Wie komme ich jetzt nach oben? Sie müssen klettern. Es gibt da irgendwo einen Wartungsschacht, der zum Aufzug führt. Okay, Wartungsschacht. Ist ja gleich hier. Aha. Ist das gleich hier? Oder wo? Ja, ja, hier muss ich hin. Plasmaschneider. Der gute alte Plasmaschneider. So, jetzt hier, schneid doch mal. So. Vorsicht, heiß. Zugangscode eingeben. Okay. Muss ich wohl auf das Terminal hier zugreifen? Zugangscode 8382. Kriegen wir hin. Das kann ich mir noch merken. 5689. Jawohl. Bindemittel. Ich brauche keine Binden. Aber ich kann nochmal irgendwas basteln hier. Guck mal, so ein schicker Molotow. Nee, Geräuschmacher, oder? Geräuschmacher kann man immer gebrauchen. Und das verbraucht auch gar nicht so viel. Nicht mal eine Sprengkapsel. Kann ich keinen mehr von machen jetzt. Blendgranate. Molly kann ich auch nicht mehr machen, aber Medikit hier. Kann man auch immer gebrauchen. Oh, noch ein Medikit hier, kann man immer gebrauchen. Nein, jetzt habe ich es abgebrochen.
Ah, okay. War noch ausgewählt. Und da mache ich nochmal ein wenig. Nein. Komm mal noch Molly. Dann kann ich wieder schön looten. Dann habe ich wieder Platz. So. Bindemittel. Jetzt geht's ans Klettern. Ist das richtig? Ja. Huch. Das. Hä? Ach so. Oh Gott. Ich dachte gerade, was ist das denn jetzt hier? Ja, da falle ich doch mit Sicherheit runter. Aber ihr könnt mir doch nichts erzählen. Das ist doch. Da muss ich doch jetzt gar nicht. Ah, okay. Oh, okay. Doch nicht. Na gut. Kann ich da rein? Nee, Komponente. Komponente B. Ui, das geht aber auch tief runter. Ah, oh, ich traue mich nicht weiter. Ich glaube, ich kann da gar nicht runter. Nee, ich kann da gar nicht runterfallen. Gut. Wenn auf dieser langen Leiter nichts passiert, dann heiße ich Abraham von Bethlehem. Gut. Ihr könnt mich nun ab jetzt Abraham nennen. Aber vielleicht auch noch nicht. Ah! Ah! Gut, es war nicht auf der Leiter, es war neben der Leiter, aber das zählt. Also nennt mich bitte nicht Abraham. Danke. Ja. Schön. Sind wir gestrandet. Es geht nur noch ein Weg nach oben. Ah. Und dann wieder nach unten. Uah. Ich wollte doch gar nicht nach unten. So. Weiter im Programm. Revolver kann ich hier drin auch benutzen. Das ist super. Falls nötig. Ist da jemand? Habe ich noch Pumpkin? Habe ich noch. Muss ich auch mal angewöhnen, ein bisschen mehr zu schlagen. Weil wegen Munition sparen und sowas. Ich weiß aber mal nicht, ob ich das hinkriege. Ach komm, spiel mir doch nichts vor. Kann ich hier was machen? Ich würde gerne so einen Container nehmen und den da einfach vor mich herschieben, wenn ich da hingehe. Oh komm, das sieht man doch. Ich will da jetzt nicht drauf schießen, dann verschwende ich bestimmt Munition, oder? Ach komm. Gut, jetzt ist er tot. Wenn er nicht eh tot war. Ich weiß es nicht. Lieber auf Nummer sicher gehen. So. Hä? Lad halt weiter nach. Was soll denn das? Dass der immer so früh aufhört. Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Gut, die noch leuchtende Augen haben, bitte die Hand heben. Er hat sogar drauf geantwortet. Schön. Ich habe mich auch nicht erschrocken. Ich habe mich nur gewundert.
Der sieht ja schön aus. Oi. Ah ja. Syntheten in der Tat. Hallo? Okay, der hat keine leuchtenden Augen mehr. Der da? Auch keine leuchtenden Augen mehr. Speichern. Kann ich gut. Speichern. Mache ich gern. Speichern. Ist so toll. Danke. Ja. Nein. Ethanol? Ach, komm. Okay, okay. Okay, okay. Alles cool, alles cool. Kann ich mich hier runter? Nee. Kann ich hier Schrott? Ja. Ausschalten. Will ich das? Ich weiß es nicht. Wenn ich denn wüsste, was das ist, könnte ich entscheiden, ob ich es ausschalten möchte oder nicht. Ach komm. Alles beides gleichzeitig und nach rechts. Und aus. Ja. Hat das jetzt was gebracht? Ist ein bisschen dunkler geworden, glaube ich. Aber auch nicht viel. Hallo? War doch vorhin noch ein Typ. Ist er durch die Tür gegangen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier. Ich tu mal so, als wäre hier was. Und drücke diesen Schalter. Hebel. Schalter ein und so. Biologische Gefahreneindämmungsstufe. Omega. Alle Handelsverbrecher des Gebetes kommen mit. Ach komm. Bitte beruhigen Sie sich. Und lassen Sie es. Na, hör auf. Lass mich. Ich schlage dich. Ah. Du mich. Ach, Scheiße. Kacke. Ach komm. Ach komm. No! Was soll denn das? Lass mich doch. Oh. Ja, gut. Scheiße. So alles Kacke hier. So, meine Batterie alle. So. Oh. Deine Mutter, ey, ganz ehrlich. Taschenlampenbatterien. Ausschalten. Taschenlampenbatterien habe ich voll.
Brot. Ethanol, Ladungspack und irgendwas. Und nichts. Oh, hab ich mich vor dem gerade erschrocken. Ich meine, gewundert. Ganz männlich. Hallo. Gibst du mir die Hand? Ich geb dir die Hand. Entschuldigung. Die Tür hier ist durchgebrannt. Ich kann nicht näher an sie rangehen. Schalten wir doch die ganzen Sachen aus hier. Ausschalten. Ah ja, jetzt kann ich das auch ausschalten. Da hinten war noch eine Tür. Ah, wenn ich nicht immer so neugierig wäre. Tu nicht so. Gut, ich gehe gleich in die Tür. Ich bin neugierig. Aber das mache ich in der nächsten Folge, okay? Gut. Sehen wir uns dann, ne? Bis dahin. Tschüss.